Das Auto gibt es leider nicht mehr, den Navara, aber es kommt ja jetzt ein neuer Volkswagen, ein neuer Ford kommt raus. Und diese Kabine hier, die erregt unglaubliches Aufsehen, wenn man damit zum Beispiel über die Grenze fährt. Die Leute kommen bei, denn sie hat eine komplett andere Form wie das, was man kennt. Und sie hat natürlich auch eine coole Farbe, die toll im Trend ist, in Verbindung mit dem schwarzen Teil, was unten drunter ist, kannst du diese Kabine eigentlich nicht mehr sehen abends. Das heißt, wenn du frei stehst, irgendwo im Wald und so weiter, Micha, dann bist du schon sehr stealth, oder? Ja, man träumt schon davon dann manchmal. Ist das so? Ihr habt es ja probiert, das ist ein Prototyp? Das ist ein Prototyp, eine eigene Entwicklung, die wir zusammen aus Ideen entwickelt haben und bauen das auch mit Profis. Nicht nur wir als Schreiner, sondern auch andere Profis sind da am Werk. Die besteht aus Reishülsenplatten zu 60%. Das was? Reishülsen, also es ist ein Abfallprodukt aus der Reisindustrie. Das hält. Und es hält, es ist absolut wasserfest. Das saugt auch kein Wasser, hat auch schon einen Wärmedämmwert, ist 8 mm dick. Und die ganze Optik besteht daraus, dass wir einen Alurahmen innen drinnen haben. Und das Ganze, die Platten haben eine bestimmte Größe und deswegen haben wir auch diese Nietform. Das wird also verklebt und vernietet. So, hier vorne ist eine Wärmebrücke, nehme ich an. Wir haben da eigentlich nicht unbedingt eine Wärmebrücke, weil das von innen her wieder gedämmt wird. Also Also passiert nichts. da passiert nichts. Nein. Ja, weil wenn ich so Metallteile außen sehe, die konstruktiv sind, dann denke ich immer an anlaufendes. Nee, ist nicht. Nein, in dem Fall ist noch was drunter. Und es ist auch auf der Rückseite mit Schafswolle gedämmt. Und selbst wenn da jetzt dann an Feuchtigkeit was käme, dann würde die Schafswolle das aufsaugen und es dann auch zu gegebener Zeit wieder abgeben. Du magst es nicht, unter Autos zu krabbeln, um irgendwas rauszudrehen, oder? Nein. So, und deswegen ist hier dieses Loch, das werden wir gleich mal zeigen. Das hat eine Bewandtnis. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ist das hier Ladung? Das ist eine Ladung, ja. Das ist eine Ladung. Das heißt, also das Ding kannst du abmachen. Auch die Thule, die ist so toll integriert, dass man sie kaum sieht. Wir stellen mal die Leute ein bisschen vor. Du bist Schreinermeister? Ja, genau. Ich bin seit über 30 Jahren Schreinermeister und die Leidenschaft war schon immer das Campen. Du bist tatsächlich dein Sohn. Ja, das ist mein Papa, genau. Ja, ich bin Wirtschaftsingenieur. Dein Alter? Ich werde jetzt 30, nächste 30. Woche. Und du? Ich bin der Nick, bin 32 und wir übernehmen so ein bisschen den technischen Part. Ja, du kennst dich gut aus mit Solarakkus, Genau, alles. alles, was so technisch dazu gehört, genau. Ihr habt eine zweite Halle, wird viel nachgerüstet, auch richtig dicke Sachen, oder? Ja, also neulich hat man Morelo Pellets da, der hat knapp 2 kW Solar aufs Dach bekommen. Was? 2 kW? Knapp 2000 Watt Solarleistung aufs Dach, genau. 5 Solarladeregler. Findet man auch das Video auf YouTube, genau. Fünf. Gut. 5 Regler, genau. Das heißt, der braucht nur noch im Schatten zu stehen. Dann kommt schon ein bisschen was raus. Jetzt auch schon, so bei dem leichten Schatten. Ja, auf jeden Fall. Es sind Hochleistungspaneele drauf, genau. So, wir zeigen das mal gerade. Also das ist Ladung. Wie wird denn das festgemacht? Das wird verzurrt mit Original-Zurösen da noch. Und man sieht ja auch, dass es kreuzweise hier verzurrt wird, rechts und links. Und wir haben in dem Fall haben wir jetzt 6 Zurpunkte. Ist das sicher? Das ist sicher, das ist auch errechnet. Es gibt ja auch so eine schöne Formel irgendwo, kann man die auch im Internet rausziehen, dass es auf einem bestimmten Winkel auch verzurrt werden soll, was aber die vielen eigentlich auch gar nicht schaffen. Ich nehme an, das Ding da ist so eine Art Peilstab, oder? Ja, das war mal so eine Probe am Anfang, aber da ist eigentlich unsinnig, wenn man das 4, 5 Mal gemacht hat, dann zielt man auch da ganz gut rein. Das ist nämlich genau zwischen den Radkästen und da passt also eigentlich keine Handbreit mehr rein. So, da vorne hast du Dometic-Fenster drauf. Zu den Sides hat es nicht gelangt. Das sind Sides. Ja, Genau, S4. das sind die Sides S4-Fenster. Ja. Ja, wir haben uns dafür entschieden, weil man da optional noch auf Echtglasscheibe umsteigen könnte, wenn Ach man so, wollte. diese Dinger da, wie heißen die? Von der Firma Vanglas. Vanglas, genau. So, die habe ich gesehen, sind ziemlich toll. Wiegen ein bisschen was. Sind ein bisschen teurer, ja. Ja. Bisschen schwerer, genau. So, ich Ja, zeige mal das ganz. Gewicht ist ein großes Problem, ja. Denke ich mir auch, ja, denn das Thema Zuladung wird ja immer größer. Es ist ein Prototyp. Ihr habt den Namen mal abgeklebt, der ist noch geheim. Ja, der ist noch geheim. Da sind wir noch am Tüfteln. So, wir gucken mal gerade rein. Wisst ihr was? Wir gucken noch nicht rein. Das ist ziemlich cool. Länge vom Aufbau, was hat der? Der hat jetzt das ganze Fahrzeug zusammen, sind wir jetzt bei 6,20 Meter. 6,20 Meter und man kann es problemlos abstellen. Jetzt hat es ja hier hinten zwei Stützen, es wird ja umfallen jetzt, oder?
Jetzt fällt es um, ja genau. Wir haben dann nochmal zwei optionale Stützen, die man rechts und links, das sind dann die zwei Winkel, die man da sieht. Also ja. Jetzt der eine linke. Das kann man da relativ schnell dran machen mit 6 Schrauben. Also das heißt hier einmal 3 Schrauben, das geht ganz zügig. Und dann tut man das mit dem Akkuschrauber einfach runterlassen. Also das heißt erstmal zieht man es nach oben und dann fährt man unten raus. Ist das schwer, der Aufbau? Der Aufbau ist jetzt fahrfertig, sind wir bei ca. 1000 bis 1100 Kilo, je nachdem, was man dann noch alles reinpackt. Okay, das heißt fahrfertig, okay. Was hat so ein Ding normal hinten drauf an Traglast? Also 1200 Kilo. 1200 Kilo, ja genau. Aber wir haben schon ziemlich alles drinnen. Also wir haben auch da schon Wasser mit einkalkuliert und das ganze Besteck ist drin. Also eigentlich muss ich nur Klamotten reinladen und habe dann alles. Gut. Können wir uns gleich mal anschauen. Nimm mal gerade den Schrauber, den Akkuschrauber, weil das muss man gesehen haben. Also ich habe es noch nie gesehen. Hast du es vorher schon mal gesehen in der Art? Nee, auch noch nicht vorher gesehen. Zum Kurbeln sieht man es hin und wieder mal irgendwo auf dem Campingplatz, ne? Dass da eifrig gekurbelt wird, aber so ist natürlich schon komfortabel. So. Was sind das für eine Nuss, die da drauf ist? Das ist speziell, ganz speziell. Also damit keiner da? Ja, da kann keiner hin. Okay. So, jetzt haben wir sie gefilmt, jetzt kann sie jeder nach. Man kann die auch nachbauen, ja. So, wenn du es nochmal rausmäst? Ja, genau. Dann kann man sehen, also wie schnell das geht. Das ist eigentlich zum Unterstützen, damit ja. Ich innen drinnen stabil stehe. Ist ja unglaublich, wie schnell das geht, oder? Ist toll geworden, ne? Richtig schnell, super. Ja. Wir haben auch so eine Kurbel entwickelt für beide Seiten. Dann kriegt man das auch in der gleichen Geschwindigkeit gleichzeitig hoch und runter. So, und das Reißzeug, wie seid ihr darauf gekommen? Ist das so gut? Die Reißhülsen sind wir aus Zufall drauf gekommen, weil wir ja aus dem Schreinerbetrieb rauskommen und auch Terrassenmöbel auch schon gemacht haben. Und Terrassendielen werden auch aus dem Material gemacht. Das ist dann extrudiert, ist aber wesentlich schwerer. Und diese Platten sind relativ leicht, werden im Fassadenbau verwendet. Also wirklich, wo es drauf ankommt? Genau, wo es drauf ankommt, wo es außen wirklich dicht sein muss. Und ja, unter Wasser verwendet werden. Ja, genau. Es hat auch schon irgendwo einer in Berlin schon mal so ein Hausboot da draus gebaut. Ja, interessant ist, dass es ja so ein bisschen vom Namen her kontraproduktiv ist. Die Leute denken direkt an einen Chinesen, Reis. Ja, genau. Hat nichts damit zu tun eigentlich im Großen und Ganzen. Nein, der Reis wird ja auch überall angebaut. Wir müssen auch noch dazu sagen, wir haben das auch deswegen gewählt, weil das recycelbar ist. Das heißt, das Ganze wird wieder zurückgenommen, wird geschreddert und wird wiederverwendet, auch wenn es lackiert ist. Und wir haben uns ja auch auf der Fahne geschrieben, dass wir nachhaltig bauen wollen. Und deswegen dieses Material. Wenn wir es in Alu gebaut hätten, dann hätten wir unheimlich Energieaufwendung da drinnen. Das ist übrigens der Tank, der externe Tank. Dieselheizung. Dieselheizung, damit wir auch, dass das Teil auch autark steht, also auch ohne Fahrzeug. So, er ist schön geworden. Ist das wirklich so, wie du mir erzählt hast, Aufmerksamkeit erregt das Ding? Ja, total. Auf jeden Fall. Also es ist ein richtiger Eyecatcher. Ich würde mal sagen, wenn wir da am Platz stehen, dann ja, in der Stunde 10 bis 15 Leute hat man dann tatsächlich meistens schon mal die Nachfragen, was ist das denn jetzt eigentlich? Viele fragen sich allein schon mal wegen dem Material von außen. Das hat ja auch so eine besondere Struktur. Ja, ob das Holz ist. Meistens auch dagegen. Ja, was ist das denn? Und dann erkläre ich in der Regel, nein, es ist kein Holz. Und dann sind die Augen erstmal groß. Ja. So, das heißt, kann feucht werden, passiert nichts? Passiert gar nichts. Kannst du unter Wasser eigentlich auch liegen lassen. So, hier steht so nochmal Diesel dran. Warum? Da war ursprünglich der Dieseltank für gedacht. Ah, ist noch ein Prototyp. Ja, ist ein Prototyp. Der ist jetzt aber an einer anderen Stelle. Also, was ist da jetzt runter? Ein Loch? Da ist, mach mal auf. Na, das ist jetzt unten drunter. Das müssen wir aufmachen. Ein Fake. Ja, nee, passt. Ich glaub's ja. Wollte nur sehen. So, dann Außenstromanschluss hast du hier. Ja. Der muss nicht sein, weil ich nehme an, du hast wieder mal 5 kW Solar drauf gebaut, oder? Nee, nicht ganz. Wir sind hier auf 400 Watt Solar. Da haben wir uns für Hochleistungspanels entschieden an der Stelle. Haben eine 150 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Batterie mit drin. Langt. In dem Fall, ja. Also wir kochen elektrisch, machen elektrisch oder optional elektrisch Wasser warm. Also ein bisschen was brauchen wir schon. Aber gut, klar, Landstromanschluss sollte man schon immer mal haben. Ne? Hält einfach die Flexibilität, wenn man doch mal auf dem Stellplatz ist oder bei Freunden. Das Dach ist voll begehbar. Nein. Okay. Was heißt das? Schnee bricht ein? Nee, um Gottes Willen. Also so eine große Flächenlast, damit kommt das Fahrzeug zurecht. Aber wenn wir jetzt punktuell irgendwie, sag ich mal, einen Fußabdruck drauf geben, es würde das wahrscheinlich vorsichtig, wenn man es
wenn man vorsichtig drauf geht, aushalten, aber überstrapazieren sollte man es nicht. Okay, das heißt den Rahmen außen, ihr habt ja da Hilfsrahmen montiert, also für die Solarplatten, die wahrscheinlich drauf sind, oder? Genau, wir haben hier mit Bosch-Profilen gearbeitet, dass die ein bisschen unterlüftet werden, die Solarmodule. Das ist wichtig, weil wenn die, glaube ich, zu heiß werden, gehen sie kaputt. Ja, der Wirkungsgrad wird einfach schlechter auch, ne? Deswegen viele finden ja diese flächig flachen Klebepanels ganz cool, weil die einfach super ausschauen. Mhm. Wir raten in der Regel davon ab, weil einfach der Wirkungsgrad schlechter ist und dafür kosten sie dann halt noch das Doppelte. Oh, also das heißt, man muss ja eh nicht aufs Dach, oder? Eigentlich, eigentlich nicht. Okay. Doch, zum Schnee. Zum Schneeschippen. Zum Schneeschippen, also haben wir auch schon gehabt. Okay, das machst du ja von der Seite, da mit dem Besen. Ja. Machst das Ding runter. Eigentlich von der Dachluke innen durch und dann... Und dann oben mit dem Besen wegwischen alles. Da kommt man eigentlich von überall hin. Ist die Form jetzt gebogen? Kann man das biegen? Oder? Ja, man kann das also mit viel Tricks und viel Erfahrung können wir das Ganze formen. Mhm. Also es wird heiß verformt über eine Form, eine vorgefertigte Form. Reißen? Es reißt gerne? Reißen? Das heißt ja Reiß. Nee, Reißen. Reißen tut es nicht. Ja, also es ist wirklich stabil. Ja, es ist stabil. Also man muss vieles beachten, damit man das dann so hinbekommt. So, und wenn da jetzt irgendwelche Splitter, Schotter dagegen knallt, das macht ihm auch nichts? Bis jetzt haben wir da noch nichts, weil wir sind da schon einige 1000 Kilometer mitgefahren. Und ach so, der ist schon im Einsatz? Der ist als Prototyp zur Verwendung im Einsatz, damit wir auch wirklich sehen, wir haben natürlich auch schon ein paar Fehler entdeckt, die wir auch schon wieder ausgebügelt haben. Großes Thema Ausbesserungsfähigkeit. Wie sieht es damit aus? Unfall? Unfall. Wir können theoretisch die Flächen ausfräsen und wieder was einsetzen. Das geht? Ja. Gott. Sieht man das danach? Nee. Wahrscheinlich sieht man es dann schon. Ja. Also wenn ihr mal einen Anschluss kriegt. Aber ich habe gehört, in dem Bereich ist ja jede Narbe Patina. Und die Frage ist auch so, Äste und so weiter, da war nichts. Nehmen wir an, ihr habt schon mal einen Ast gestreift, oder? Ja, man sieht es an der rechten am Seitenfenster, da ist schon Streifen drinnen, aber am Material selber ist jetzt da nichts. Ist nichts. Auf Wunsch auch mit Raptor, wenn ihr wollt, oder? Wir können da jede Farbe drauf machen. Also wir sind da jetzt nicht gebunden. Das ist jetzt die Originalfarbe, die da vorgeschlagen wird von dem Hersteller. Wir werden da sieht man schon was, genau. Wir werden aber da jetzt nochmal andere Farbe nehmen, die wir dann auch Unifarben drüber lackieren können. Dann kann ich ausbessern und sehe da nichts mehr, weil ich es dann auch wieder verspachteln kann wie im Autobereich. So, komm, jetzt gehen wir doch mal rein. Du bist der Schreinermeister. Wer hat das Design innen gemacht? Das ist von mir. Ist von dir? Wow. Du hast schon eine Frau? Ja. Weil das könnte auch von einer Frau gemacht sein. Das Design ist sehr schlicht, man kann es gut reinigen, glatte Oberflächen. Ja, dadurch, dass ich ja aus dem Innenausbaubereich komme, ist eigentlich Weiß und Eiche so der Renner schon die letzten Jahre und das habe ich mit übernommen. Wir sehen auch hier am Boden wieder, das sind die Reißhülsenplatten wieder. So ist der Originalfarbton, wenn er dann transparent lackiert wird. Also so kommen die Platten dann auch. Und das ist jetzt dann mit dem Bodenlack lackiert. Was Krasses ist, immer innen, wenn du reingehst, denkst du, du wärst im doppelt so großen Auto, oder? Richtig, ja. Also wir hatten uns da mal irgendwann einmal daran orientiert. Ursprünglich wollte ich sowas ja gar nicht bauen. Aber als mich meine Frau mal in so eine Kabine geführt hat. Vorname? Von meiner Frau? Ja. Unwichtig. Unwichtig, sehr schön. Nee, aber die ist doch wichtig hier, oder? Die war die Ausschlaggebende dazu, das muss man ehrlicherweise sagen. Also ja. Sonst wären wir nicht auf die Idee gekommen, das so zu machen. Ja. John Doe, nennen wir sie. Das ist der. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Das ist eine richtige Haushaltstür von den Beschlägen? Das ist eine richtige von einer Haustüre, also auch Beschläge, Dreifachverriegelung, wie man es üblicherweise hat, damit da auch nichts passiert. Wir haben das zur Sicherheit noch einmal doppelt gesichert. Und was für uns wichtig war, das war auch meiner Frau ganz wichtig, dass man rausschauen kann. Die wir ja nicht kennen übrigens mit Vornamen. Ich guck mal gerade, das sind 1, 2, 3 Edelstahlbeschläge oder Alu? Alu wegen dem Gewicht. So, ist das hier auch Alu? Das ist auch Alu, alles gewichtstechnisch optimiert, deswegen auch nochmal die Löcher. Mhm. Habe ich gesehen, ihr habt unglaublich viele Löcher. Habt ihr eine Holzbearbeitungsmaschine wenigstens oder ja, machst du die von Hand? Wir haben eine Nestingmaschine, also keine übliche CNC, sondern eine Nestingmaschine. Da können wir alles löchern, bohren, fräsen in einem. Platten werden komplett aufgelegt und bearbeitet. Stark. So, und ich befürchte, dass das Ding ein Hit werden wird im Internet, denn ihr habt wieder mal so viele. Das ist die Dusche, korrekt? Das ist die Dusche, genau. Wir schaffen uns einen eigenen Duschraum, in dem wir das hier jetzt dann öffnen werden.
So, du, ich liebe Klavierbänder, weil das, es klappert nichts, es hält ewig. Und es ist auch jetzt in dem Fall wasserdicht, weil wir ja von innen wieder duschen, dagegen duschen. So, das zeigen wir gleich. Bitte nicht aufmachen. Ich will ein kleines bisschen den Spannungsbogen aufrechterhalten. Ich darf mal reingehen, weil du hast tolle Schuhe an. Was sind das für Schuhe? Das sind Barfußschuhe. Barfußschuhe. Ja. Von wem? Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Warte, ich guck mal gerade. Keine Werbung machen. Nee, die Leute fragen mich immer. Sonst kriege ich immer wieder tausende von Antworten. So, gehen wir mal rein. Das Besondere ist, du hast einen Alkoven drin. Ja, genau. Der ist riesig. Der hat 2 Meter mal 1,40 Meter. Plus natürlich nach vorne nochmal die Möglichkeit, was abzulegen, schwere Teile. Da kann man auch mal eine schwere Tasche nach vorne ablegen, damit die Gewichtsverteilung hier besser wird. Das geht, der Rahmen hält das aus? Der hält es auf jeden Fall aus, ja. So. Ihr habt eine Besonderheit, ihr dämmt nicht mit Armaflex oder vergleichbarem Material, sondern ihr habt Schafswolle oder sowas drin. Genau. Wenn du mal kurz mit reinkommst, ich brauche dich. Bitte was? Genau, hol mal Schafswolle. Ich meine, man kann es auch übertreiben. Ihr hättet ja auch einfach nur Armaflex nehmen können. Ja, also wir wollten gezielt auf Armaflex verzichten. Armaflex kommt ja ursprünglich, wie manche vielleicht wissen, aus dem Heizungsbau. Mhm. War für den Zweck eigentlich nie vorgesehen. War für uns aber gar nicht der ausschlaggebende Grund, sondern wir wollten versuchen, so nachhaltig wie es geht, einfach zu arbeiten. Mhm. Und Schafwolle ist ein 100% natürliches Produkt. Genau, haben wir hier einmal. Ist aber hygroskopisch, das weiß ich. Also es zieht Wasser geradezu an. Ja, genau, und gibt es halt auch wieder ab, einfach das Wasser. Und deswegen haben wir hier auch zum Beispiel hier die Verkleidung mit Filz vorne im Alkoven. Diese Platten sind gelocht und somit kann das Wasser rein und wieder raus diffundieren. Mhm. Also quasi haben wir sozusagen eine aktive Isolierung. Und wenn man hier auch mal drin steht und einfach mal hört, ob das Mikrofon das wiedergeben kann. Ist trocken. Es ist super gut isoliert, auch das gegen den Schall einfach. Ne? Wenn ihr mal so netzzeit das Licht mal anmacht, geht das? Ja. Dass er mal ein bisschen... Wow. Wir dimmen hier und haben dann nochmal Touch. So, da ist überall nochmal Touch. Vorne auch noch Lampen? Da vorne haben wir eine. Ruhig mal alles anmachen. Die da drüben ist gerade mal außer Funktion. Okay, Prototyp. Ihr habt drin geschlafen, wie schläft man? Sehr gut. Ja, sehr gut. Ist die Lappen raus? Oder? Ja, das ist so ein Froli. Ja. Da muss man auch einiges beachten, damit es so stabil ist. Und unten drunter ist dann auch mal ein Teil der Technik. Mhm. Kommen wir da ran? Ja, da von da vorne. Die so aus, glaube ich, ja. Okay. Brauchen wir nicht aufmachen. Was ist da drunter? Wechselrichter? Da ist der Wechselrichter drunter, genau. Und dann, Wir haben 1,8 kW Wechselrichter, um wie schon angedeutet, elektrisch zu kochen, elektrisch Wasser warm zu machen. Mhm. Ja. Von Dometic. Das heißt, der kann auch ein bisschen mehr kurzzeitig? Ja, klar. Also kurzzeitig doppelt so viel Leistung, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ist aber natürlich so ausgelegt, dass quasi mit den 1,8 kW auch das große Kochfeld oder eins von diesen beiden Kochfeldern bedient werden kann. Gasfrei, das war euch wichtig, glaube ich. Ganz genau. So, es ist ja auch so ein Thema, Diesel kriege ich ja überall. So, Truma Therme, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist warmes Wasser, gell? Genau, es sind 2 Truma TT2 Boiler drin verbaut. Warum 2? Wir haben die in Reihe geschalten, um sich aussuchen zu können. Manchmal brauche ich eben nur 5 Liter warmes Wasser, muss somit weniger Energie, in dem Fall elektrisch, aufbringen. Wenn ich einfach nur alleine duschen möchte, dann reichen mir 5 Liter warmes Wasser. Und wenn ich mehr Wasser brauche, dann kann ich auch einfach mehr Wasser wählen. Eine russische Standheizung, die, glaube ich, in der Form unglaublich toll ist. Also die Autotherm ist das Mittel der Wahl, wenn man eine zuverlässige Standheizung haben möchte. Es gibt auch deutsche. Ja, ich weiß. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit der Standheizungspreis-Leistungsverhältnis, muss man fairerweise halt auch mal sagen. Ist super gut und die läuft und läuft und läuft. Ja, ist, ich glaube, hunderttausende Mal verbaut. Aber ihr habt ja hier, ich sag mal, aus Baden-Württemberg, Webasto oder keine Ahnung, was man einbauen könnte. Das ist euch egal, oder? Genau, prinzipiell sind wir da flexibel. Haben wir uns jetzt bei dem Prototyp einfach mal für die Autotherm entschieden. So, ich zeig mal gerade. Da könnte man auch 2 einbauen, weil ich habe das schon mal gehört, Leute sagen, das ist so vom Gewicht her, die wiegt nicht so viel, oder? Ist nicht so schwer, ja. Ich sehe jetzt gerade bei dem Fahrzeug nicht den Mehrwert für 2 Heizungen, weil einfach die Isolierung super gut ist. Die Leute fragen, wenn die eine kaputt geht. Ja, natürlich auch 2. Hat man 2. Ja, klar.
So, man könnte auch warmes Wasser mit der machen, Wärmetauscher, aber die Boiler, die funktionieren richtig gut, ja, muss man sagen. Die sind auch recht effizient, nehmen die viel Strom weg? Die haben eine 300 Watt Heizpatrone drin und so nach, je nachdem wie kalt natürlich das Wasser aus dem Tank ist, ich sag jetzt mal so zwischen 30 und 40 Minuten dauert es, bis 5 Liter elektrisch warm sind. Mhm. Aber da ist natürlich auch ein Wärmetauscher mit drin und wenn die Heizung ohnehin läuft im Winter, Herbst, dann ist... Ist ein Wärmetauscher drin? Ja, ist ein Wärmetauscher drin, genau. Gott. Weil, okay, Autotherm normal hatte ja keine Wärmetauscher, aber habt ihr eingebaut? Der Wärmetauscher ist nicht von Autotherm, sondern die Trummer TT2-Therme hat ja einen Wärmetauscher mit drin. Das heißt, die warme Luft aus der Heizung geht als erstes durch die Thermen und wird dann im Fahrzeug verteilt. Fahrzeug ist nicht verbunden vorne mit dem Auto, also elektrisch auch nicht? Genau, optional können wir das Ganze natürlich machen, um noch einen Ladebooster zum Beispiel zu betreiben. Mhm. Aber bisher kommen wir eigentlich mit der Solaranlage ganz gut zurecht. Das war so auch der ursprüngliche Plan. Ich glaube, der Ladebooster ist beim Prototypen auch schon verbaut. Es gefällt mir sehr gut, dass da unten, das sieht so ein bisschen aus wie... Damals hatte ich so Playmobil-Figuren und da gab es so eine Ritterburg, das war die Farbe davon. Aber das sind auch die Reißplatten? Ja genau, das sind die Reißhülsenplatten in der Originalfarbe und nur transparent lackiert. So, alles ist schön gemacht. Gut, das CNC, das gab es damals schon zu deiner Ausbildung? Solche Holzbearbeitungsmaschinen? Zu meiner Zeit, damals hat es angefangen damit und damals gab es auch schon die Technik, nur wurde die Technik noch nicht so verwendet. Und wir haben dann erst 20 Jahre später mit dieser Technik begonnen. So, der Kühlschrank, ich liebe diesen Kühlschrank. Er ist schweineteuer, aber er funktioniert so gut, dass man eigentlich nur noch diesen kaufen dürfte. Er ist auch nicht von beiden Seiten öffnenbar. Ich glaube, man kann ihn umstecken. Kann man umbauen. Ja. Aber der ist ja jetzt wahrscheinlich hier zu der Seite. Bitte mal aufmachen, so man sieht hier rein. Achtung, Fahrzeug ist in Benutzung. Ja, ich sehe schon, wir sind in Franken. Laikheim. Ja, ich trinke ja öfter mal Laikheim, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin in Lichtenfels. Dann ist das schon mal mit dabei. Der kühlt super, oder? Ja, einwandfrei. Also wir waren ja damit schon mehrere tausend Kilometer unterwegs. Wir waren auch im Winter unterwegs. Wir waren schon zum Wintercamping, Skifahren in diesem Jahr schon. Isoliert gut? Isoliert sehr gut. Die Heizung funktioniert sehr gut. Und man kann auch an den Heizungsausströmern sehr gut die Socken wärmen. Geht. Das ist alles einwandfrei, ja. Das sind zwei Personen, würde ich sagen, oder? Zweieinhalb, würde ich mal sagen. Weil auch hier kann man die Couch nochmal ausziehen. Mhm. Das mal grad. Ihr habt eine Liontron drin. Ich habe jetzt auch eine drin bei mir im Affinity. Ist sie wirklich so gut? Ja, also die Liontron war zu dem Zeitpunkt das Mittel der Wahl, genau. Gibt es diverse große Hersteller, mit denen man da, glaube ich, arbeiten kann. Ist so, also die sagen ja, sie hätten irgendwie Plus orientiert. Also ich muss sagen, hält, was sie verspricht. Ich hatte sie schon zweimal ganz leer gefahren, wieder angemacht, ging wieder voll. Das BMS geht auch gut. Mhm. Also unkritisch, oder? Läuft. Ja, das genau. Ist das Wichtigste. Man kann sie selber reparieren. Es gibt so, ich sag mal, so Reparaturkits. Genau, die werben damit, dass man eben Module austauschen kann, das BMS austauschen kann, ja. Das ist ja. So, dann habt ihr hier vorne was hingehangen. Das kommt aus der Praxis, ist es gut? Ja, voll aus der Praxis, ja. Also so wie du da sitzt, kann man da noch mal ein schönes iPad dranhängen. Und kann da auch mal kuscheln und Fernsehen schauen. Sorry, das war nicht gewünscht. So, ziemlich cool finde ich, ist, dass der Aufbau extrem nachhaltig ist. Das heißt also, der ist ja nicht fahrzeuggebunden, sondern der passt auf die meisten Pritschen, oder? Genau, also der passt auf jeden Fall auch auf den Ford Ranger, der passt da drauf. Und auf dem Mercedes passt er auch, weil er baugleich ist mit diesen Nissan. Und auf die zukünftigen wird er auch passen, weil die Pritschen, glaube ich, alle größer werden. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Bimobil, muss ich sagen, von der Farbwahl innen. Also sehr, sehr viele natürliche Töne. Dann hast du hier so Erdtöne, die mit dabei sind. Ihr habt viel Grau gewählt. Das ist ja sehr zeitlos. Das Grau, ja, aber es ist auch in dem Fall, es ist auch ein Wollfilz. Und deswegen auch das Grau. Und wie gesagt, der Möbelrenner innenausbau technisch ist einfach auch Eiche, Weiß und Grau. So, dann setzt euch mal hin. Ich zeige euch mal gerade, wie ihr da sitzt, weil ihr seid zu zweit. Gibt leider keinen Tisch, oder? Doch, einen Tisch gibt es natürlich auch. Sag mal, wo ist er? Okay, wir sind ja ganz pragmatisch und den Tisch brauchen wir ja nicht immer. Den Tisch brauchen wir nur dann, wenn wir essen wollen. Und dann stellen wir uns... Nein! Ist das genial! Und eigentlich reicht es auch noch. Normalerweise sitzen wir da zu zweit. Wir waren aber auch schon zu viert hier gesessen. Wieso ist da noch niemand drauf gekommen? Wir versuchen immer aus der Praxis Dinge zu verwenden und umzubauen, damit es relativ einfach ist. Der gehört noch beschichtet. Das war auf die Schnelle, weil ich einen Tisch gebraucht habe. Und war auch immer unglücklich mit den anderen Lösungen, die immer irgendwo schwenkbar, da hängt das Teil irgendwo und ich muss es schwer wegtun. Warte, ich wackel mal gerade, wie blöd.
die Stützen, die machen ihren Job, oder? Die machen ihren Job sehr gut, ja, in jeder Hinsicht, ja. So, dann hol nochmal raus, Rückbau. Ey, ist das genial, du musst nichts rausholen, du hast keinen Stempel. Genau, das wird auch nicht festgemacht, das wird einfach nur gehalten durchs Polster und damit ist es alles schon wieder erledigt. Das war's. Also pragmatisch hast du es genannt. Pragmatisch, genau. So, jetzt das Induktionskochfeld Areboss, ist das aus der Mobiltechnik? Ist das 12 Volt? Nee, um Gottes Willen. Also es ist 230 Volt, also das Ganze über 12 Volt abzubilden, dafür sind die Leistungen einfach zu groß. Mhm. Kommt aus dem Hausgebrauch, ganz normal. Wechselrichter. Wechselrichter. Das Schöne ist, man kann das herausnehmen. Wir können es herausnehmen, ja. Wir wollen ja nicht im Fahrzeug kochen. Echt? Du kannst rausnehmen? Ja, genau. Und dann hebt es einfach hoch und nimmt es raus. Kannst draußen und Fisch machen. Da hinten nimmt man einen Stecker. Ja. Und dann kann ich draußen kochen. Warte, jetzt sag mal, da vorne ist eingesteckt. Genau. Das ist ja genial. So, und die Dinger, die kosten ja auch nicht mehr die Welt. Richtig. Das heißt, wenn es mal kaputt geht oder ich will mal ein neues reinmachen. Kostet um die 100 Euro. 100 Euro. So, dann das Spülbecken, das ist auch so lang, dass du auch endlich mal einen Salatlöffel reinmachen kannst. Ja, genau. Das ist lang, weil es eigentlich auch wieder aus dem normalen Küchenbereich stammt. Ist in Stahl ganz dünn, damit es auch wieder leicht ist. Und wenn ich es breiter mache, dann habe ich da oben, fehlt mir dann natürlich das wieder fürs Besteck. Oh, ist das schön gemacht. Da geht ja einer ab, oder? Wenn das so läuft und, ja. Und so perfekt ist, oder? Ja gut, man muss viel tüfteln. Stopp mal, mach nochmal auf, bitte. Ja. Bitte nochmal ganz langsam. Bitte jetzt mal ganz langsam. Sag mal, das könnte doch ein gutes Meisterstück gewesen sein, oder? Für die Prüfung? Nee, dafür gehört noch mehr dazu, um das als Meisterstück anzuerkennen. Okay, ich habe ja keine Ahnung. Warte, ich zeig's mal gerade. Also das ist schön gemacht. Nimm's mal gerade raus. Kann man es rausnehmen? Ja, klar. Also wenn da irgendwas reingefallen ist, kannst du umdrehen, ausschütten. Ja. Auch wieder aus ganz leichtem Material. Was ist das? Das ist Kiri-Holz oder Paulownia auch genannt, Glockenbaum. Das wird in Europa angebaut, auch schon in Deutschland. Kommt ursprünglich aus Indonesien. Ist ein sehr schnell wachsender Baum. Innerhalb von 8 Jahren wird er geerntet als auf einer Plantage und ist leichter als Pappel. Viele bauen ja auch mit einem Multiplex-Birke, das ist einfach zu schwer. Und hier haben wir ganz leichte Materialien verwendet, damit wir auch in diesem Leichtbau bleiben. Auch die Plattenmaterialien hier draus, das ist aus Wabenplatten, Lisocor nennt man das, nimmt auch Knaus mittlerweile für die Wohnwägen. Damit es ganz leicht ist, haben wir es auch nicht beschichtet mit HBL, sondern es ist lackiert. Habe ich gesehen mal in Slowenien, die haben das verwendet. Also weil die bauen extremst leichte Möbel. Genau. Ja. Aber du hast das gemischt quasi. Genau, wir haben das gemischt, damit es von der Stabilität und von der Haltbarkeit und der Leichtigkeit eine Symbiose gibt. Stark. So, was ich toll finde, ist nochmal, ihr habt die Schafswolle ja drin, die muss ja diffundieren, ja. Genau. Ansonsten, was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht, damit das auch funktioniert? Ja genau, also wir haben gezielt Bohrungen gesetzt oder zum Beispiel in den Möbeln unten drin, sieht man jetzt nicht natürlich, hier ein bisschen, das ist eine Andeutung darauf, haben wir mit Fräsungen in der Verkleidung gearbeitet, dass eben ein gewisser Kamineffekt, sag ich mal, ne, unten die Luft rein, oben die Luft wieder raus, hinter den LED-Leisten ist zum Beispiel noch Platz, dass da die Luft diffundieren kann. Ja, das heißt, es kann keine Staunässe drin bleiben. Richtig, genau. Ja. Also wir sind hier, muss man auch immer sagen, wir sind da im Prototyp-Bereich. Es gibt immer noch Sachen, die wir noch ändern müssen, die im Nachgang noch kommen. Aber wir sehen es dann an einem anderen Fahrzeug nochmal. Das wird dann gelocht und es sieht dann auch wirklich nochmal super aus, auch wenn es leicht gelocht ist. Und das brauchen wir wegen den Diffundierern. Was mir gut gefällt, sind die großen Fenster. Also du hast ja oft so Kabinen, die haben nur so kleine Fenster, weil die Leute sagen, ich will die so klein haben, dass keiner einbrechen kann. Aber da kannst du ja nicht mal rausgucken. Das ist richtig. Also es ist auch wieder meiner Frau geschuldet, die wollte das ganz groß. Deswegen ist alles frei und groß. Wo wir den Vornamen nicht kennen. Von der Frau. Ja. Das machen wir mal. So, guck mal hier, Kleiderschrank. Ja, Kleiderschrank. Mach mal auf. Man dreht es? Nee. Ganz normal. Und die Sicherung, die Transportsicherung? Die brauchen wir in dem Fall nicht, weil die Bänder so stark sind, dass ich, wenn ich da Kleidung drinnen habe, geht es nicht auf. Also es ist noch nie aufgegangen und wir haben das schon voll gehabt. Wirklich voll. Mhm. Also es wird auch nochmal geändert. Das ist einfach zu klein, der wird noch etwas weiter rübergesetzt. Hat deine Frau gesagt. Richtig, genau. Ist ja auch wichtig, wenn die das testet, wenn die Frauen schon das nicht gut finden und nicht mitnehmen. Aber da könnte der Kunde auch sagen, das gefällt mir so klein, ich brauche das nicht. Genau, dann kriegt er das ganz individuell. Okay.
Alles, was wir innerhalb von dem Kubus verändern können, an Maßen können wir verändern. Auch wir können auch Farben verändern, das ist auch kein Thema. So, aber das weiß, also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute... Das geht auch alleine zu. Ne? Und die Bänder halten das? Die Bänder halten das, ja. In deinem Wort in Gottes Ohren. Aber wenn du sagst, war noch nie auf? Nein, war noch nie auf. Also was man aufpassen muss, ist, dass man auch diese Push verschließt. Mhm. Das ist, das muss man achten. Also passiert ist, geht es natürlich, wenn man sie nicht hat, dann fährt man in die Kurve rein, dann hört man es vorne poltern im Fahrzeug, dass es aufgegangen ist. Und dann hält man an, dann ist es zu, dann denkt man, okay, es ist nichts passiert, ich fahre wieder weiter und hat man aber nicht geachtet, dass der Knopf noch raussteht. Das heißt also, es gibt eine Checkliste, am besten abarbeiten. Aber was ist da eigentlich unten drunter? Wo? Schublade? Hier unten drunter, unter dem Fach? Ist ja noch. Ach so, ja klar. Da ist das mal reingucken. Alles drinnen. Das ist für uns dann auch fahrfertig, ne, mit dem ganzen Gewicht, was da drinnen ist. Mhm. Hier stand schon überall. Wir standen schon Kroatien, Slowenien, Holland. Wir standen bei 30 cm Schnee im Winter. Ist ja schon traurig, dass man das als hohe Schneehöhe heute verkauft. Ja. Bei 30 cm Schnee standen wir schon. Ja, aber über Nacht. Muss also, sagen. Okay. Ja, ist ja heute das schon, dass es überhaupt mal schneit. Ist ja, ja schön. Das ist ja. Richtig. Machen wir auf hier unten. Da haben wir noch einen Mülleimer. Ach, wie stark. Hol mal raus. Ja. Alles ganz normal. Da sind noch Putzmittel drin. Ja, genau. Alles versucht zu verwenden. Ich glaube, ich werde gleich mal deine Dusche feiern. Aber da vorne ist noch ein Schränkchen. Was ist da drin? Da unten drunter ist dann Technik teilweise und natürlich auch wieder ein Fach. Warte, ich gucke mir das mal gerade an. Da ist dann... Was ist das da rechts unten? Das ist die 12-Volt-Verteilung. Oder das da? Nein, das da, genau. Das ist ein Staubsauger. Zeig mal. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Ja, ein kleiner Handstaubsauger. Und der geht ganz gut. Hersteller ist die Denwelt. Warte mal, zeig's mal. Und das sammelt sich dann vorne drin? Das sammelt sich vorne drin, kann ich aufmachen. Also ganz frisch, ganz neu, im Einsatz seit gestern. Hat deine Frau? Richtig. Gott, okay. Aldi, Lidl, Netto irgendwoher. Aldi, Lidl, Netto. Also guck nach Ideenwelt, wahrscheinlich online zu beziehen, mit Bluetooth wahrscheinlich. Zeig mal nochmal drauf, da ist Technik drin. Ja, aber es ist wirklich mit USB-Anschluss. Okay. Also man lädt es auf. So, da sind die Sicherungen. Heute ist mir das erste Mal in meinem Auto eine interne Sicherung mal durchgegangen. So, Kaffeemaschine habt ihr drin? Ja. Tee? Oben? Teekocher haben wir. Also oben aufbauen, ja klar. Haben wir auch nochmal Platz. Ist echt viel Platz. So. Dann die haben wir glaube ich alle durch. Hier drunter könnte ich noch was machen? Nee. Nee, da drunter ist nichts, aber hier ziehen wir das aus. Mal auf Seite. Hier ziehen wir das natürlich aus. Und nehmen die dann vor und dann habe ich da noch mal eine Liegefläche. Für ein Kleinkind? Für ein Kleinkind, genau. Ich kann aber auch als Erwachsener, wenn ich es richtig mache, dann ziehen wir das darüber, haben wir auch noch mal Länge 2 Meter. Wir brauchen nur noch was zum Unterstellen. Man könnte eventuell die Toilette rausstellen und dann hat man das dann noch einmal wirklich als Liegefläche. Gott, im Notfall. So, die Polster sind denn so, die kann ich Tetris-mäßig dann einfach da reinlegen? Genau, passt jedes Mal. Okay, passt jedes Mal. Kleiderschrank haben wir schon aufgemacht. Darunter sind noch Schränke? Darunter ist nur Technik. Nur Technik. Was passt da drunter? Kann man das sehen? Oder ist zu? Nee, müssen wir nicht zeigen. Wir wollen ja nicht alles zeigen, was da drin ist. Boden kann man öffnen? Ja, genau. Den Boden öffnen wir mal. Was da alles da drinnen ist. Vielleicht sind da Schuhe drinnen. Nein, da ist jetzt mal gar nichts drinnen. Mhm. Wir haben da verschiedene Klappen. Da ist natürlich das Übliche, was man so braucht. Da vorne haben wir dann Werkzeug drinnen. Und da? Und da hinten, das ist alles leer, aber da kommen dann in der Regel die Schuhe rein. Okay, da ist Platz runter. Genau. Da ist das Platz. Durchgehend? Oder? Das ist alles frei, da ist nur mal ein Steg dazwischen. Ein Steg haben wir noch, ja. Und dann haben wir da drunter natürlich auch noch einmal Staufläche, weil da drunter der 100 Liter Wassertank ist und über den Wassertank habe ich noch mal Platz. So, jetzt muss ich Pipi, was mache ich? Dann gehen wir mal da rein. So, wir tauschen mal. Platz. Ja, ich bin mal da draußen. Tauschen mal. Ich gehe mal gerade hier hin. Wir haben eine Trockentrenntoilette. Also wir schaffen uns jetzt einfach mal unseren eigenen Platz. Und haben hier. Ich zeig mal, die hast du selber gebaut. Richtig, genau. Das ist unsere Trockentrenntoilette. Auch wieder aus unseren Reishülsenplatten. Das war die erste und daraufhin ist uns dann die Idee gekommen, auch das in Serie zu bauen.
Und die nächsten haben keinen handelsüblichen Klodeckel mehr, sondern die sehen wir dann nachher vielleicht nochmal. Die werden dann komplett zugemacht mit dem gleichen Material. Und ja. Mach mal auf. Ist da was drin, eine Einlage? Ja, also wir haben, also das ist ganz normal. Ach, das ist Beutelprinzip. Das ist Beutelprinzip, genau. Okay, und vorne Pipi, vorne, hinten? Vorne flüssig, hinten fest. Machen wir den nochmal zu. So. Und dann nehme ich hinten einen Beutel raus, wie ein Hundebeutel. Da muss ich gar nicht viel hinschauen, weil ich da gar nicht viel sehe. Ich habe dann da rechts hier, haben wir unseren Streu. Mhm. Achso, du streust drüber? Genau, streu drüber, auch übers Toilettenpapier. Das nimmt die Feuchtigkeit auf und somit ist es ziemlich geruchslos, das Ganze. Hast du einen Sog drin? Nein, haben wir jetzt da gar nicht drinnen, weil dann muss ich wieder Außenloch reinmachen und das funktioniert da ganz gut. Ohne Sog? Ohne Sog, genau. Und solange ich kein Wasser ans Urin bekomme, habe ich auch da keinen Geruch. Ich glaube, das Wasser ist so dieses, da entsteht irgendeine chemische Verbindung. Ja, genau. Wir reinigen dann nochmal mit dem Essig Wasser oben drüber. Also nach jedem Toilettengang wird dann nochmal nachgesäubert. Und damit ist es wirklich ziemlich geruchsfrei. Aber was eigentlich da oben? Da oben haben wir natürlich auch nochmal Stauraum. Okay. Ja, nur, dass wir alles mal zeigen, nicht, dass einer kommt und sagt, du hast einen Max-Fan drin, der hat sich bewährt? Ja, super. Also der ist jetzt so eingestellt, dass wir da herin nur 20 Grad haben wollen und dann geht er entsprechend an und aus. So. Sehr leise, muss man sagen. Ja, je nachdem, wie viel Temperatur ich habe. Ne? Der zieht natürlich dann auch Strom, wenn es richtig heiß wird. Aber so für nachts ist es ganz angenehm. So, jetzt setz ich mal gerade aufs Klo. Ich will mal gerade deine Beine zeigen. Deine Größe, wie groß bist du? Ich bin 1,85. Ich setze mich mal ganz normal da. Also ist für ausgewachsene Männer problemlos. Ja, aber ich will euch ja nicht sehen, ne? Dann mache ich mir da das dazu. So. Das wird wie zugemacht? Das wird dann nur da innen zugezogen, hat ein Magnet. Hat ein Magnet? Genau. Okay, und das wäre dann auch die Dusch, das ist der dann auch die Duschvariante. Genau. So, und innen drin, das darf nass werden, das macht ihm nichts, dem Stoff? Das macht ihm gar nichts, weil wir ja auch wieder diese Reißhülsenplatten haben, die quellen nicht auf, die sind absolut wasserdicht und das ist ein Markisenstoff. Von daher passiert uns da auch nichts mehr. So, und die Duscharmatur hast du wie aus dem Haushalt gewählt? Genau, ganz normal. Du hast eine Druckwasserpumpe drin, oder? Ja. Eine Druckwasserpumpe. Habe ich, ist auch selten, also dass, ich sag mal, die Leute jetzt eine Druckwasserpumpe einbauen. Du hast eine Mischarmatur mit drin, das Ganze wird zusammengefaltet. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, oder? Sehr viele, damit wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Das hat natürlich einige Zeit gedauert. Von der Ideenfassung bis jetzt, dass wir so weit sind, sind wir bestimmt jetzt so auf 2,5 Jahre. So, Preis kann man ja sagen, geht los bei? Bei 65.000. Bei 65.000. Was ist da alles dabei? Da ist jetzt so komplett, wie er jetzt dasteht. Hier steht, also mit Technik, mit Möbel, mit allem dran. Mit allem, ja. So. Du weißt, das ist ja hier made in Franken, in Bayern. Die Leute wissen, das ist schon ein guter Preis, muss ich sagen. Also wenn du das jetzt siehst mit dem Wettbewerb, mit allem drum und dran, das System, da werden viele jetzt komisch gucken mit den Reißplatten. Die werden sagen, naja, ob das auf Dauer so lange hält. Aber du sagst, die Fassadenplatten, das gibt es schon ewig. Die Fassadenplatten, das gibt es auch schon länger. Und damit sind auch gute Tests gefahren worden von der Hitze her, von der Strahlungswärme, die da ist. Und da finde ich, sind wir ganz gut aufgehoben, weil jeder andere GFK-Bomber, also muss ich immer sehen, jedes andere ist wie Auto ist wie ein Joghurtbecher, ist komplett hermetisch abgeriegelt. Wir haben da drinnen kein Wohlfühlklima. Das ist hier, das heißt also die Wolle nimmt ja Feuchtigkeit auf, die Wände nehmen das auf. Genau, und es wird auch wieder abdiffundiert, sodass ich immer ein angenehmes Klima habe. Jetzt gibt es noch was Tolles. Mach mal gerade die eine Seitenwand zu, die rechte von mir aus. Ich hatte nämlich eben ein bisschen Bammel, wenn ich so rückwärts gehe, dass ich rausfallen kann. Ja, die kann man ja wieder zumachen. Die kann man einfach zumachen und dann ist es schon nicht mehr so einfach. Das heißt, so ist ja auch die Treppe so breit. Ja. Das bleibt ja dann Fliegengitter. Habt ihr da mal dran gedacht? Da haben wir auch schon dran gedacht. Das wird dann als nächstes dann noch kommen. Kommt. Ja. Ist das zum Schieben? Nee, wahrscheinlich. Ja, müssen wir mal schauen. Aber es ist bestimmt nichts Billiges, auch nichts da, wo man so rein heftet oder so, sondern es wird Hand und Fuß haben. Sehr schön. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Nehmt ihr jetzt schon Bestellungen entgegen, wenn jemand sagt, ich will es haben? Ja, natürlich. Mal sehen. So, du bist mit gefahren. Du sagst auch die Gewichtsverteilung, alles.
Das Auto ist ja dafür ausgelegt für die Last. Ist das Wankverhalten stark bei dem hier jetzt? Also das Wankverhalten, man muss da schon einiges daran ändern am Fahrzeug. Das Fahrzeug alleine funktioniert also nicht, wenn man es in Rotzustand kauft. Wir haben da eine Luftfederung noch drinnen, haben eine verstärkte Spiralfeder. Und man muss die auch entsprechend dann aufpumpen. Dann braucht man natürlich auch, der Reifendruck muss stimmen. Und dann kann ich damit auch ganz gut bei 120 einen LKW überholen, ohne dem, dass ich da Angst haben muss, dass ich in Schleudern komme. Die Luftfeder macht das Ganze ein bisschen härter. Das heißt, die Originalfeder ist noch drin, oder? Nein, die Originalfeder ist auch schon heraus und ist auch schon eine verstärkte Feder drin. Gut, aber eine Feder ist noch drin. Das heißt, auch wenn die Luftfeder kaputt wäre, es fährt trotzdem noch. Ja, genau, okay. Auf jeden Fall. Sehr schön. Das macht es, glaube ich, ein bisschen härter, das Ganze. Das macht es sehr hart. Man muss also, sobald die Kabine herunten ist, muss ich alles wieder retour machen. Ich muss den Reifendruck vor allen Dingen gleich runtersetzen, weil wir hier jetzt mit 4,2 bar fahren und im normalen fahren wir mit 3,2. Selbst da könnte man noch ein wenig runtergehen. Ist den Reifen geschuldet. Und, okay. Ist aber noch kein Reifen geplatzt bei dir? Nein. Sehr schön. Die All-Terrain von BF Goodrich gibt es übrigens auch ohne weiße Schrift. Gibt es ja, aber ich finde die weiße Schrift sehr cool. Hast du sonst noch irgendwelche anderen Hobbys außer Kinder? Und du hast noch einen kleinen Sohn, gell? Ja, ich habe noch einen Sohn, genau, noch einen 14-Jährigen. Das ja. Langt, oder? Das langt, ja, der hält einen auf Trab. Sehr schön. Ja, Schreinermeister. Was hast du gelernt? Ich bin gelernter Metallbauer und Kunststofftechnikingenieur. Metallbauer und Kunststofftechnikingenieur? Genau. Und du bist Wirtschaftsingenieur? Ich bin Wirtschaftsingenieur, genau. Oh, ich krieg voll Angst, ja. Digitalisierung in der Industrie im Endeffekt mache ich. Ich bin nämlich kein Ingenieur. Jetzt, ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Aber es gefällt mir gut, muss ich schon sagen. Also die Optik ist klasse. Holzbearbeitungsmaschine, wo steht die? Die ist ja bei uns in der Schreinerei. Okay. Ist die weit weg? 500 Meter. Okay. Das heißt, es wird alles hier gemacht, oder? Richtig, alles im Ort. Gut. So, das Lackieren macht er auch? Auch natürlich, auch in der Schreinerei. Alles vorhanden. Euch allen vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.